Willkommen zu einer neuen TechU-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wieder einmal die Themen in dieser Woche richtig spannend, richtig interessant. Wir fangen an mit einem kleinen Update zum Palm 2 Smartphone, das jetzt auch bestätigt worden ist für Deutschland, und schauen uns nochmal genauer an, bei wem es denn jetzt bestätigt ist und wie es dann aussehen wird, wenn es rauskommt. Dann haben wir ja wieder ein interessantes Thema. Der Code of Conduct bei Linux hat ja hohe Wellen geschlagen. Nun hat auch das GNU-Projekt ein ähnliches Konstrukt vorgestellt, das sich Kind Communications Guidelines nennt. Und warum das eventuell etwas besser ist als ein Code of Conduct, das schauen wir uns auch genauer an. Dann haben wir RISC OS, das nun als Open Source erstmals freigegeben worden ist. Single-Board-Computer mit einem Intel-Prozessor von Odroid. Das könnte ziemlich interessant sein für diejenigen, die nach einer Intel-Lösung gesucht haben. Google schreibt 2 Jahre Support für Android vor. Was hat es damit auf sich? Das schauen wir uns auch genauer an. Xiaomi bringt erstes Smartphone mit 10 GB Arbeitsspeicher raus. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche. Distro der Woche ist diesmal Lubuntu 18.10 geworden, was nun auch endlich mit LXQt herausgekommen ist. Und die Pfeife der Woche ist der TÜV Safer Shopping Siegel, was wir uns etwas näher anschauen. Die Kollegen von Golem haben da gut recherchiert und haben herausgefunden, dass das im Grunde genommen ja ein nichtssagendes Siegel ist. Fangen wir mal zunächst einmal an mit dem Palm 2 Smartphone. Ein kleines Update. Ich hatte ja letzte Woche davon berichtet, dass Palm zurück ist, und nun ist auch bekannt gegeben worden, dass sie nicht nur in den USA rauskommen werden, sondern auch in Deutschland. Dieses neue Palm Smartphone, eigentlich im Grunde genommen eine Art Zweit-Smartphone, weil es nur im Mobilfunkvertrag mit einem anderen Smartphone genutzt werden kann. Dieses Palm Smartphone, dieses Mini-Handy, soll jetzt auch im Dezember nach Deutschland kommen, unter den Fittichen von Vodafone im Grunde genommen. Vodafone bietet dazu eben auch einen Vertrag an, beziehungsweise die Möglichkeit mit der sogenannten Red Plus Multisim, die Möglichkeit halt eben das Smartphone zu benutzen, ohne dass man eine SIM-Karte einlegen muss, weil man eine virtuelle SIM-Karte quasi bekommt auf dem Gerät, dann vorprogrammiert und das dann so benutzen kann. Weil man sonst keine SIM-Karte einlegen kann und das Gerät ansonsten auch wenig Sinn macht ohne die SIM-Karte, würde ich mal behaupten. Also eine Embedded SIM ist quasi dort enthalten, und Vodafone bietet das halt in diesem Vertrag an. Also falls ihr sowas habt, könnt ihr euch dieses Android-Handy dann auch mitbestellen, oder ihr könnt direkt einen neuen Vertrag aufmachen und müsst dann halt nur diese Multisim-Variante wählen, um dann auch eventuell dieses Palm angeboten zu bekommen. Ja, wer mehr zu dem ganzen Palm-Smartphone wissen möchte, der sollte in der letzte Woche reinhören. Dort habe ich dann auch die Spezifikationen so ein bisschen erläutert. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ein Thema, da geht es um den Code of Conduct beziehungsweise die GNU Kind Communication Guidelines, die veröffentlicht worden sind. Ihr habt hier vielleicht schon gehört, dass Linus Torvalds sich vor einem Monat etwa zurückgezogen hat aus der Linux-Kernel-Entwicklung und einem Code of Conduct zugestimmt hat, der jetzt auch nicht mehr geändert werden soll und in Linux eingeflossen ist. Das hat ein bisschen was für Aufruhr gesorgt, weil der Code of Conduct ja als so eine Art Regelwerk gilt, was man zu sagen hat, was man wie zu sagen hat und wie man sich verhalten soll bei der Linux-Kernel-Entwicklung, wie man mit anderen Leuten kommunizieren soll. Hat so ein bisschen Kritik hervorgerufen, weil er ziemlich strikt war und ziemlich strikte Regeln aufgesetzt hat. Jetzt hatte man beim GNU-Projekt auch schon letztes Jahr damit angefangen, zu diskutieren, ob man sowas nicht auch braucht. Und da kamen dann doch relativ schnell die Befürchtungen hoch, wenn so ein Code of Conduct kommt mit diesen strikten Regeln, dann werden viele Entwickler sagen, nein, das war's, ich werde nicht mehr für GNU entwickeln, weil unter diesen Regeln möchte ich mich nicht beugen. Und deshalb hat der GNU-Erfinder, im Grunde genommen der Gründer Richard Stallman, eine etwas andere Art und Weise gefunden, das Ganze dann doch versöhnlich zu machen, Regeln quasi ein bisschen einzuführen, aber gleichzeitig das nicht so strikt wie den Code of Conduct zu machen. Und das Ganze nennt er nun GNU Kind Communications Guidelines. Das hört sich auch ein bisschen was schöner an, würde ich mal sagen. Und fasst das Ganze im Grunde genommen auch ziemlich gut zusammen, denn es ist im Grunde genommen kein Regelwerk, sondern ist im Grunde genommen ein, wie kann man das sagen? Ja, wie es eigentlich schon im Namen steht, eine Guideline, wie man miteinander zu kommunizieren hat. Das heißt, man sollte vor allen Dingen Kommunikationsmuster
so wählen, dass man Leute nicht ausschließt aus einem Projekt und dass man vor allen Dingen Leute nicht persönlich angreift. Und dass man natürlich dann auch demografisch unterprivilegierte Gruppen nicht angreift in irgendeiner Art und Weise. Und wenn man Fehler zu melden hat, bezieht man die nicht auf eine einzelne Person, sondern bezieht man die auf das Thema selber, auf den Code selber. Und in den Guidelines stehen halt immer nicht nur solche Sachen drin, sondern auch natürlich Sachen wie zum Beispiel, dass die Leute, die einen Fehler gemeldet bekommen, das eben nicht auf sich selber beziehen sollen, den Fehler, sondern eben auf die Codequalität selber. Und die Guidelines haben auch bestimmte Richtlinien, würde ich mal sagen, die einem so ein bisschen zu verstehen geben, was Themen sind, die off-topic sind, also die nicht unter dem Hause von GNU irgendwie besprochen werden sollten, in Mailinglisten oder in Bug-Reports und so weiter und so fort. Darunter gelten zum Beispiel auch jegliche politische Themen, mit Ausnahme der politischen Themen, die jetzt die Freiheit oder die Datenverarbeitung angehen, also die direkt das GNU-Projekt ein bisschen was angeht oder zumindest die zentralen Themen eines GNU-Projektes so angehen, die dürften dann doch besprochen werden. Und das ist sicherlich, also es liest sich im Gegensatz zum Code of Conduct von Linux, lesen sich die GNU-Kind Communication Guidelines viel, viel besser und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die von einigen Projekten dann doch vielleicht auch übernommen werden in der einen oder anderen Art und Weise. Also dieses ist ziemlich intelligent geschrieben und geht vielleicht dem einen oder anderen nicht weit genug, aber, und das ist das Schöne, es ist gerade, es sind halt eben Richtlinien, wie mit dem, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, wie man ein bisschen was miteinander umgehen sollte. Und was vor allen Dingen auch off-topic ist. Und so gelten zum Beispiel eben auch Diskussionen über proprietäre Software als off-topic, aber genauso wie eben Belehrungen, ey, du bist doch böse, weil du proprietäre Software einsetzt. Und das finde ich schon ein bisschen was bemerkenswert, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass Richard Stallman so ein Typ ist, der das immer wieder erwähnen würde. Und aus dem Grund, glaube ich, ist diese GNU-Kind Communications Guidelines vielleicht das bessere Code of Conduct, was vielleicht auch beim Linux-Kernel angebrachter wäre. Und interessant ist auch die Aussage von Richard Stallman, die ich auch nachvollziehen kann, weil es halt eben nicht Ziel eines Projektes sein sollte, zum Beispiel bei der Geschlechterneutralität zu sagen, ja, wir wollen mehr Frauen in die Entwicklung reinbekommen, sondern wir wollen offen sein, dass Frauen auch entwickeln können. Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Unterschied, weil man dann natürlich, es kann durchaus sein, dass das vielleicht eben Frauen gar nicht interessiert, dieses Thema und die GNU-Entwicklung selber. Und wenn halt eben zu wenig, wenn die Frauen eben im GNU-Projekt unterrepräsentiert sind, ist das eben kein Grund, irgendwie aktiv zu werden, sondern man muss halt generell eine Willkommenskultur haben und dann vielleicht fragen, warum sind Frauen eventuell unterrepräsentiert? Ist unsere Willkommenskultur nicht gut genug? Aber nicht mit dem Ziel, dass man eine bestimmte Quote erreichen möchte, weil das ergibt irgendwie wenig Sinn. Und das ist vielleicht beim Code of Conduct vielleicht im Linux-Kernel doch eher noch zu sehen, dass man da irgendwie versucht, eine Quote irgendwie zu erreichen oder zumindest. Also das ist, geht auf jeden Fall etwas restriktiver vor, was das angeht. Und deshalb finde ich die GNU Communications Guidelines, Kind Communication Guidelines, richtig gut gelungen. Ich kann euch empfehlen, das mal durchzulesen. Das ist auch gar nicht so lang. Also das ist anders als der Code of Conduct. Ein bisschen was kürzer. Und ist, glaube ich, ein guter Start für ein Regelwerk, was man auch für andere Sachen verwenden könnte. Außerhalb eben des GNU-Projektes für Softwareprojekte beispielsweise. So finde ich zumindest. Was ihr zu der ganzen Geschichte meint und halt, was ihr haltet von Code of Conduct oder auch den GNU-Kind Communication Guidelines, könnt ihr mir im Kommentarbereich schreiben und würde mich mal auch stark interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Kommen wir mal zum weiteren interessanten Thema, bleiben wir aber beim Open Source und beim Free Software Gedanken. Kommen wir zu einem Betriebssystem, das im Grunde genommen schon ziemlich alt ist, RISC OS. Ein System, das entwickelt worden ist für im Grunde genommen ARM-Prozessoren, würde ich mal sagen, oder ARM-ähnliche Prozessoren. Und vor allen Dingen dort eingesetzt worden ist. Ich glaube, es gab in Großbritannien eine Firma, die hat dort vergessen, wie sie hieß, Arc irgendwie.
Die haben da Computer rausgebracht, die mit RISC-OS standardmäßig ausgeliefert worden sind. Und es gibt auch im Open-Source-Bereich, im Free-Software-Bereich einige Klone, die versucht haben, so ein bisschen das Bedienkonzept von RISC-OS zu übernehmen. Jetzt gibt es aber RISC-OS auch vollständig zum Runterladen als Quellcode unter der Apache 2-Lizenz herausgegeben. Und das ermöglicht einem natürlich dann dort in den Quellcode reinzuschauen, aber natürlich auch das Betriebssystem selber vielleicht zu adaptieren, für andere Plattformen vielleicht auch freizumachen, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das etwas schwierig wird. Aber ja, für ARM-Prozessoren gab es bereits, für den Raspberry Pi in den verschiedenen Versionen gab es bereits eine RISC-OS-Umsetzung, wo man das Ganze ausprobieren konnte. Und ich glaube, jetzt mit einer Apache-Lizenz wird das vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal interessanter, um zu sehen, wie so ein Betriebssystem komplett von Grunde auf für eben diese Plattform entwickelt worden ist, wie die dann halt optimiert worden ist und was für spannende Details man dort eventuell finden kann. Also eine tolle Sache, dass jetzt RISC-OS Open Source ist, dass man das jetzt quasi auch mal sich genauer anschauen kann. Ja, das zu RISC-OS. Wechseln wir mal komplett wieder zu der x86-Plattform und beschäftigen wir uns mit dem Odroid. Odroid ist eine kleine Firma, die diese Singleboard-Computer herstellt. Der Odroid C1, C2 und so weiter und so fort sind ja bekannt mit ARM-Prozessoren ausgestattet. Im Idealfall sind die meisten Singleboard-Computern halt eben Computer mit diesem ARM-Prozessor ausgestattet. Es gibt nur wenige, die tatsächlich auf einen Intel-Prozessor setzen. Und jetzt hat Odroid mit dem H2 auch einen, ja, Singleboard-Computer mit eben einem Intel-Prozessor vorgestellt. Und interessanterweise ist der anders als die Singleboard-Computer, die ich bisher mit Intel-Prozessoren gesehen habe, die meistens mit einem Lüfter da drauf hatten, was so ein bisschen schon ein bisschen außergewöhnlich ist und dann auch noch ziemlich groß war. Ein ziemlich kleines Singleboard. Es hat zwar einen ziemlich großen Passivkühler drauf für den Prozessor wahrscheinlich, aber kommt ohne aktive Lüftung aus. Und kommen mit interessanten Features daher, würde ich mal sagen, wie zum Beispiel einen SATA-Port, ne, zwei SATA-Ports sogar, die man sehen kann dort auf der Platine selber, SATA 6G-Ports, mehreren Gigabit, 2 Gigabit-Netzwerkanschlüssen und mehreren USB-Anschlüssen, USB 3-Anschlüssen natürlich, einer Intel UHD Graphics 600 Intel integrierten Grafikkarte, einem 4-Kern Intel Atom bzw. Celeron Gemini Lake Prozessor, DisplayPort Support 1.2 und HDMI 2, Ultra HD, also UHD 4K Unterstützung mit 60 Hertz wird unterstützt. Es gibt einen Port für oder zwei Ports für Mikrofon, Ein- und Ausgang, so wie ich das sehe. Und ja, zum Beispiel kann auf dem passiv gekühlten Board dann eine Celeron J4105 genutzt werden und der benutzt dann sogar alle 6 PCI Express 2.0 Lanes aus und hängen die beiden Gigabit Ethernet Chips oder der Gigabit Ethernet Chip hängt dann dran und es gibt halt eben zwei LAN Ports und also das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde. Ist ein Realtek-Chip, der da drauf ist, RTL 8111G. Und die vier restlichen werden dann zum Einbinden von M2-SSDs genutzt, weil man kann dort eben auch eine M2-SSD anschließen, was ziemlich interessant ist. Es gibt natürlich auch zwei Arbeitsspeicherbänke, die man anschließen kann. Und natürlich eben durch diese M2-SSD-Fassung gibt es die Möglichkeit, eine NVMe-SSD dort einzubauen, die dann eben ordentlich Geschwindigkeit bringen sollte. Die DDR4-Arbeitsspeicher kann man dort einbinden. 8 GB maximal sind laut Spezifikation möglich. Aber auch viele Gemini Lake-basierende Systeme können bis zu 16 GB in Form von 2 8 GB Modulen nutzen. Und nicht nur das, Hardkernel meint sogar, man kann 32 GB tatsächlich dort einsetzen, was ziemlich interessant sein könnte für den einen oder anderen, weil ihr müsst euch vorstellen, das Teil ist richtig, richtig klein, ein kleiner Singleboard-Computer, kleiner, ja, wie würde man sagen, etwa in der Größe eures Smartphones, vielleicht ein bisschen was breiter, aber dafür nicht so lang, weil es viereckiger aufgebaut ist. So etwa so groß könnt ihr euch das Ganze vorstellen und dort steckt dann ordentlich Power drin, die man vor ein paar Jahren noch in großen Laptops oder sowas drin gefunden hat. Das ist schon wirklich beeindruckend.
Es gibt einen ordentlichen Soundchip in ALC662 von Realtek inklusive SPDIF und natürlich gibt es dann die USB 3.1 Generation 1 mit an Bord. WLAN gibt es allerdings nicht, das ist nicht mit dabei, kann man natürlich an einem der USB-Anschlüsse anschließen. Und ja, was leider noch nicht bekannt ist für das ganze Board, ist der Preis. Die Auslieferung soll schon im November beginnen, aber der Preis ist noch nicht bekannt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das deutlich über die 100 Euro gehen wird. 150, 160 Euro könnte ich mir durchaus vorstellen. Andere Singleboard-Computer-Alternativen gibt es natürlich auch. Die setzen meistens auf ARM-Socks, haben dann Probleme, weil sie halt eben mehr als einen Gigabit-Port nicht hinkriegen. PCI-Express-Lanes nicht genügend haben. Und deshalb ist das schon interessant, mal zu sehen, wie das dort aussieht. Es gibt zum Beispiel noch die Zotac Z-Box C1327 Nano und das Compulab Fitlet 2 sowie ein paar Shuttle-Mini-PCs, die eben zum Beispiel mit 2 Gigabit Ethernet-Ports und x86 ausgestattet sind, also ähnlicher Konstruktionsweise dann sich bedienen und dann etwa 140 Euro kosten. Und ich würde mir mal vorstellen, ja, hier bei dem, bei diesem Gerät könnte ich mir durchaus vorstellen, bei dem Odroid, dass das so auch in dieser Preisklasse vielleicht sogar ein bisschen was drüber geht, aber unter die 200 Euro kosten werden könnte. Ziemlich interessante Sache für diejenigen, die vielleicht mal auch nicht nur mehr als einen Bastelcomputer haben wollen, sondern vielleicht einen kleinen Server oder sowas betreiben wollen. Die Prozessoren sollen sollen natürlich deutlich sparsamer sein als ganz große, richtige Computerprozessoren und Rechner. Aber natürlich sind sie immer noch etwas stromhungriger als diese ganzen ARM-Boards, das muss man durchaus zugeben, bieten dafür aber deutlich mehr Leistung, also dreifache, vierfache, fünffache bis zu zehnfach mehr Leistung als diese ARM-Boards. Und das ist natürlich auch für den einen oder anderen durchaus interessant, auch mit den 2-Gigabit-Anschlüssen natürlich eine interessante Idee. Es gibt auch noch viele Alternativen, die zum Beispiel dann sogar mit einer Open Source UEFI ausgeliefert daherkommen, wie zum Beispiel das Minovor Board Turbot Dual Ethernet. Und das ist noch ausgestattet mit einem etwas älteren Doppelkern Atom Prozessor, einen E3826, kostet 175 Dollar, ein bisschen was teurer also. Hat allerdings dann auch schon ein bisschen was abgespecktere Hardware-Spezifikationen mit 2 GB Arbeitsspeicher nur. Und dem Atom. Und dann gibt es eine stärkere Variante mit Dual Ethernet und Quad Core. Und das kostet dann 200 Dollar und hat dann auch Intel-Netzwerkchips mit an Bord. Und eine Besonderheit von diesen Boards ist, dass sie mit einem UEFI BIOS ausgeliefert kommen, das aus dem Open-Source-Projekt Theano Core EDK 2 abgeleitet ist. Ich kenne das persönlich jetzt nicht, aber es ist wirkt zumindest ziemlich interessant, das mit einem Open-Source-UEFI mal auszuprobieren. Und für die Leute, die halt eben wirklich eine freie Version haben wollen, ist das sicherlich eine interessante Geschichte. Es wird sogar auch an einer Coreboot-Variante gearbeitet. Coreboot sollte ja dem einen oder anderen bekannt sein. Wer das noch nicht kennt, sollte vielleicht mal in die September-Ausgabe von Radio Tux reinhören. Dort gab es ein Interview mit einem der Coreboot-Macher. Da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal genau anschauen. Kleiner Nachteil bei dieser Variante ist, die kommen natürlich auch mit Intels Binärblob Firmware Support daher und auch dem Intel ME, also das ist leider dort noch nicht abgeschaltet. Ja, kommen wir mal von einem interessanten Thema zum nächsten interessanten Thema, aber beschäftigen wir uns jetzt mit eher der Software-Seite der Medaille so ein bisschen und kommen wir auch wieder zu den ARM-Geschichten, würde ich mal sagen. Google ist ja bekannt als Hauptentwickler von Android im Grunde genommen und sie haben jetzt für die vielen verschiedenen Android-Distributoren beziehungsweise Hardware-Herstellern eine Frist gesetzt beziehungsweise einen neuen Vertrag aufgesetzt, der den Android-Herstellern vorschreibt, wenn sie Google-Software einsetzen wollen, also nicht nur Android selber, sondern eben auch diese ganzen Google-Services einsetzen wollen, müssen sie nicht nur 2 Jahre Sicherheitspatches herhalten, sondern sie müssen auch regelmäßig Sicherheitsupdates auch vorweisen können. Und ich glaube, da gibt es eine Mindestzahl, von wie viel sie halt eben dann herausgeben müssen im Jahr. Ich glaube, es sind 3 oder sogar 4 Sicherheitsupdates, Sicherheitspatches. Google veröffentlicht die ja monatlich für eine Android-Version, die dann eben
gelten sollen. Diese Regeln werden auch bereits schon seit dem letzten Jahr eingesetzt. Und einige der Hersteller haben ja auch bereits schon, glaube ich, letztes Jahr angekündigt, dass sie so eine Zweijahres-, also da versteht man jetzt, warum die angekündigt haben, warum die so 2 Jahre Sicherheitssupport bieten wollen, weil halt Google da Druck gemacht hat. Verbindlich sollen die Regeln jetzt ab dem Oktober gelten. 29. Oktober soll das Ganze in Kraft treten für den europäischen Markt. Und einige sind bereits schon in einer oder der anderen Form ab Juli 2018 komplett in Kraft getreten. Und es betrifft natürlich nicht andere, nicht alle Hersteller, leider. Was heißt leider? Es ist vor allen Dingen sind betroffen die Smartphone-Hersteller, die einen Absatz von mindestens 100.000 Geräten haben, beziehungsweise auch 100.000 aktive Nutzer haben. Das könnte noch interessant sein, weil der Absatz kann natürlich dann viel, viel höher sein oder die aktive Nutzerzahl viel, viel geringer sein, auch bei einem sehr hohen Absatz. Und naja, zumindest soll das vor allen Dingen die großen Hersteller treffen und dazu führen, dass die großen Hersteller auch mal Sicherheitsupdates liefern. Jetzt ist da die Frage und eine Diskussion auch entbrannt, ob 2 Jahre dann genug sind in Sachen Sicherheitssupport. Ich glaube, das Problem an der Stelle ist, dass nicht die Hersteller, die würden natürlich viel weniger machen wollen, aber ich glaube, das Problem hierbei ist, dass dann Google wahrscheinlich für die alten Android-Versionen nicht mehr Sicherheitsupdates bereitstellen möchte nach 2 Jahren. Was ich durchaus verstehen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon so eine, man müsste da natürlich irgendeinen Upgrade-Path auch schaffen, also das Upgraden leichter machen. Google hat ja bereits mit dem, wie hieß es, Projekt, ich habe vergessen, Projekt Tango, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, mit dieser Möglichkeit eben, die Android Hull Hardware Abstraction Layer abzutrennen vom restlichen Android-System, sodass man das restliche Android-System einfacher updaten kann, einen Weg geschaffen, wie Hersteller das Ganze dann eben benutzen können. Projekt Tango war, glaube ich, was anderes. Egal. Nun ja, ihr wisst, was ich meine. Interessante Sache, falls ihr in diesem Jahr ein Smartphone gekauft habt, dann gilt dieser Vertrag im Grunde genommen, ein Android-Smartphone gekauft habt, gilt dieser Vertrag im Grunde genommen schon, denn es gilt für alle Geräte, die ab dem 31. Januar 2018 auf den Markt gekommen sind. Falls ihr davor was gekauft habt, nun ja, seid ihr auf Gedeih und Verderben dem Hersteller ausgeliefert. Ich glaube, selbst mit dieser Regelung seid ihr so ein bisschen auf Gedeih und Verderben dem Hersteller ausgeliefert und ich bin mir auch nicht sicher, ob es tatsächlich dann, ob Hersteller sich nicht dann dazu entscheiden werden, dann zu sagen, ja, wir haben weniger Nutzer einfach, um dann diese Updates nicht ausliefern zu können. Und also es ist noch eine ziemlich lasche erste Vorstellung, die Google dort gegeben hat. Also sie ziehen so ein bisschen langsam die Zügel an und die Hersteller merken das so ein bisschen. Und ich glaube, oder ich hoffe vielmehr, dass dann in den kommenden Jahren das Ganze noch ein bisschen was strikter gefasst wird, sodass Hersteller sich dann doch eher daran halten können. Und ja, das wird schon ziemlich interessant sein. Momentan ist man noch in einer Schonfristvariante, also man möchte die Hersteller nicht direkt aus dem Android-Update-Reigen rauswerfen oder ihnen die Lizenzen entziehen, sondern man möchte bis zum 31. Januar 2019 so eine Art Schonfrist machen, also wo man dann Warnungen vielleicht rausschickt an die Hersteller, dass sie doch mal den Vertrag beachten sollten. Und ja, das wird, glaube ich, eine ziemlich interessante Geschichte. Google bemüht sich jetzt zumindest so ein bisschen, dass die Updates etwas regelmäßiger kommen und dass die Geräte nicht ja, allzu unsicher sind. Und sie haben wohl erkannt, dass da sie auch jetzt am Zuge sind, das auch mal ja, umsetzen müssen. Ob das im Grunde genommen dann wirklich was bringt, werden wir sehen. Zumindest ist der Schritt in die richtige Richtung getan und wir müssen dann schauen, wie es dann weitergehen wird. Es kann auch durchaus sein, dass dann einige Hersteller sagen, gerade die kleineren Hersteller aus China beispielsweise, dass sie sagen, okay, dann machen wir unser Handy Google-frei. Wir schaffen nicht, die Updates dort nachzuliefern. Wir machen das dann Google-frei. Wir schaffen es gerade, die ganzen Bugfixes oder die Bugfix-Updates, die wir so haben, für unser Smartphone rauszugeben. Da können wir nicht noch die Sicherheitsupdates von Google mit integrieren und Linux-Kernel neu kompilieren. Das geht nicht. Kann durchaus sein, dass einige Hersteller das so sagen. Ich würde dann sagen, ja, vielleicht sollte man von den Herstellern irgendwie Abstand nehmen. Aber das ist ja jedem selber überlassen. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird.
Bleiben wir bei Smartphones und kommen wir zu einem interessanten Smartphone. Ich hatte ja letzte Woche auch schon ein paar Smartphones vorgestellt und jetzt ist Xiaomi am Werk. Die haben ihr Mi Mix 3 vorgestellt. Mi Mix ist ja bekannt geworden dadurch, dass sie halt eben sehr stark gepusht haben, diese fast randlosen Displays. Und das hat man jetzt ein bisschen was übertrieben, würde ich mir fast schon sagen, weil man hat wirklich jetzt den Trend zu der Notch komplett aufgegeben. Auch beim Mi Mix 3 ist der nicht zu sehen. Und ist auf ein Komplett-Display gegangen wieder einmal. Und zwar ist es, glaube ich, diesmal das bisher größte Display mit geringstem Rand, das Xiaomi jemals vorgestellt hat. Mit 93,4% der Vorderseite, die eben das Display einnehmen soll. Und auch auf den Fotos sieht das schon ziemlich beeindruckend aus. Ich weiß gar nicht, ob es in echt, glaube ich, sah es auch ziemlich beeindruckend aus, auch wenn der untere Rand ja, etwas stärker ausgeprägt ist, als man das auf den Fotos so erahnen kann. Aber nun ja, ihr könnt euch das Ganze selber anschauen. Es gibt interessante Fotos, die in dem Artikel verlinkt sind. Da könnt ihr das Smartphone in seiner Pracht sehen. Ansonsten von der Rückseite sieht es halt aus wie so ein iPhone-Klon mit einem Fingerabdruckscanner hinten drauf und vorne halt eben dieses Display. Das ist ein Display mit sage und schreibe 6,39 Zoll. Und einer gestreckten Full-HD-Auflösung AMOLED-Display mit HDR-Support auch, was eine ziemlich interessante Geschichte ist. Und das Ganze hat man verbaut in ein Gehäuse, das gerade mal von der Breite her 74 Millimeter breit ist, 157 Millimeter hoch ist und 8,46 Millimeter dick ist. Das ist natürlich schon für die Größe von 6,39 Zoll beachtenswert. Noch interessanter ist, dass man sich gesagt hat, okay, damit man dieses Display so groß bekommt, verzichten wir vorne auf die Kamera und wir verzichten auch auf die Sensoren für Helligkeit und sowas. Also zumindest sehe ich die nicht, dass die da drin wären. Und man hat dann gesagt, okay, weil aber Leute doch noch Selfies schießen wollen, machen wir einen Slider-Mechanismus draus, aber anders als bei diesen motorisierten Slider-Mechanismen, die wir im Vivo irgendwas gesehen haben und in dem Oppo Find X gesehen haben, ist es hier tatsächlich ein physikalischer Slider-Mechanismus, der ohne Motor auskommt, sondern wo man wirklich wie beim BlackBerry Priv einfach was hochschiebt, physikalisch, und dann ein Magnet hält das Ganze dann in der richtigen Stellung. Und man kann also einen Zentimeter, würde ich sagen, oder wie sind es, 2 Zentimeter oder sowas, kann man nach oben schieben, das Ganze, oder das hintere Teil nach oben schieben und kriegt dann eben die vorderen Kameras und Sensoren angezeigt. Und es startet dann auch automatisch die Kamera im Selfie-Modus und dann hat man die Möglichkeit, ein Selfie zu schießen. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit der Gesichtserkennung. Also es gibt ja auf der Rückseite einen Fingerabdruckscanner, ob eben die Gesichtserkennung genauso funktioniert, dass wenn ich das Gerät aufklappe, dann die Kamera, wenn das Gerät gesperrt ist, die Kamera automatisch mein Gesicht erkennt und dann entsperrt. Das wäre natürlich auch eine interessante Geschichte. Und ja, interessant finde ich das Ganze schon, dieses Konzept. Und ich glaube, das ist auch ein Zukunftskonzept, wie man in Zukunft eben auf diese Notch verzichten kann mit diesen ganzen Sensoren, indem man einfach das Ganze aufschieben ma macht. Hat auch den großen Vorteil, dass man halt nicht irgendwie die Kamera, wir kennen das ja bei unseren Notebooks, die vorderen Kameras, die kleben wir immer ab oder bauen da so kleine Fensterchen vor. Und es gibt jetzt sogar Hersteller, die das dann gemacht haben, die das in das Design des Notebooks mit eingebaut haben, dass man da einfach was vorschieben kann vor die Webcam. Aber bei unseren Smartphones haben wir die vorderen Kameras, manchmal jetzt sogar schon 2, und die werden nicht abgeklebt, die werden nicht irgendwie zugemacht. Und es kann durchaus sein, dass sie natürlich auch irgendwie von der Schadsoftware dann genutzt werden und dort uns dann beobachten, wie wir gerade podcasten. Das kann also durchaus sein. Aber ja, dort ist irgendwie noch nicht richtig angekommen, dass so etwas eventuell auch schädlich sein könnte. Und ich glaube, dieses Konzept, wo man dann sicher sein kann, selbst wenn die Kameras angehen, die vorderen Kameras, durchs Display durch, werden sie nicht sehen können. Das ist halt eben, glaube ich, auch so, ja, vielleicht für den Sicherheitsaspekt, für den Sicherheitsgedanken, für den einen oder anderen vielleicht, ja, eine interessante Geschichte, würde ich mal behaupten. So, was können wir noch über das Gerät sagen? Das ist das Interessante. Es kommt mit bis zu 10 GB Arbeitsspeicher daher. Das ist schon richtig, richtig krass, muss man durchaus sagen. Das erste Smartphone, glaube ich, das mit 10 GB Arbeitsspeicher daherkommt. Und befeuert wird das Ganze eben dann auch noch durch den aktuellen Snapdragon, aktuelle Spitzklasse Snapdragon 845 mit 8 Kyro-Kernen, Kryo-Kernen.
Und der Adreno 630 GPU, das sollte also durchaus gerade bei dieser gestretchten Full-HD-Auflösung für durchaus sehr viel Spielspaß sorgen können. Also geeignet für Spiele und für also richtig Power dahinter. Und es gibt aber neben dieser 10 GB-Variante, die die höchste Ausbaustufe angeht, gibt es natürlich auch noch in geringeren Preisklassen dann, gibt es dann auch noch die 6 GB-Variante und eine 8 GB-Variante, alles LP, also Low Power DDR4 Arbeitsspeicher, 4X Arbeitsspeicher. Und interner Speicher beträgt 128 GB oder 256 GB, also die geringste Variante ist 128 GB. In Sachen Kameras hinten gibt es eben eine Dual-Kamera mit 12 Megapixel und die Sekundärkamera hat auch 12 Megapixel mit einer F2.4er Blende, die Primärkamera F1.8er Blende mit optischem Bildstabilisator und Autofokus. Und es sieht so aus, dass es eine Telekamera ist, das andere ist eine weitwinkligere Kamera. Ja, und dann die Frontkamera hat 24 Megapixel, die sollen aber irgendwie berechnet, umberechnet werden. Die 24 Megapixel, da sollen vier Pixel, jeweils benachbarte Pixel zusammengerechnet werden, sodass dann im Endeffekt nur 5 Megapixel Bilder herausspringen, aber die dann geringeres Rauschen aufweisen sollen. Das ist also der Trick an der Frontkamera, der gemacht werden soll. Ansonsten werden die ganzen Standards unterstützt, die man so haben kann. Die ganzen WLAN-Standards ABG, NAC, nee, wie heißt es jetzt? WLAN 4, 5, 6. Also die Standards werden unterstützt. Bluetooth LE, Bluetooth 5 LE wird unterstützt. Es gibt GPS natürlich, GLONASS, Baidu, Galileo und noch eine Reihe von weiteren Diensten. USB-C als Standard mit dabei. Es gibt einen Speaker, einen Lautsprecher, der unten verbaut ist. Und es gibt eben einen 3200 mAh großen Akku. Ein bisschen was wenig, würde ich mal finden bei der Geschichte. Interessant ist aber auch, ihr werdet zwei Hörmuscheln finden, so wie ich das hier gesehen habe. Auf den Screenshots sieht es zumindest so aus, dass ihr eben auch im geschlossenen Modus dann die Möglichkeit habt zu telefonieren. Dort gibt es eine kleine Aussparung über dem Display, wo ihr dann eben den Ohrhörer haben könnt und dann den Gegenüber dann hören könnt. Ansonsten, wenn das Ganze aufklappt, ist da noch eine Hörmuschel zu sehen. Zumindest sieht es halt so nach einer Hörmuschel aus. Und was es damit auf sich hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist aus den ersten Videos, die ich gesehen habe, von den ersten Leuten, die das in China schon mal entpackt haben, also ausgepackt haben und getestet haben, mir auch noch nicht klar geworden. Die haben es auch noch nicht irgendwie erwähnt gehabt. Das müssen wir mal schauen. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Gerät. Selbst mit der 6 GB-Variante kommt man mit 417 Euro, die das Ganze dann kosten wird, doch relativ günstig weg. Man muss natürlich darauf setzen, dass das vielleicht irgendeiner schon nach Deutschland importiert hat und dann hoffentlich nicht irgendwelche Einfuhrumsatzsteuer bezahlen müssen. Dann gibt es natürlich eine Variante für 455 Euro. 506 Euro ist, glaube ich, die Variante mit den 10 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher. Und 632 Euro wäre dann das Spitzenklassengerät mit 256 GB Speicher und ich glaube 10 GB Arbeitsspeicher. Also ein interessantes Gerät auf jeden Fall. Komplett Display vorne dran. Wer sich dafür interessiert, wer eine Notch hasst und nur komplettes Display vorne drauf haben möchte, der kann sich auf jeden Fall das Xiaomi Mi Mix 3 anschauen mit eben dieser Kamera-Slider-Funktion, die sicherlich für den einen oder anderen auch interessant sein könnte. So, das zu den News in dieser Woche. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien und fangen wir an mit der Distro der Woche. Letzte Woche habe ich noch so ein bisschen vermieden, auf Ubuntu und die ganze Familie von Ubuntu 18.10 hinzuweisen. In dieser Woche möchte ich das durchaus machen, weil nun endlich Ubuntu 18.10 mit LXQt auf den Markt gekommen ist. Ihr wisst es noch, letztes Mal habe ich so ein bisschen mich gewundert. Ist im Grunde schon seit Jahren vorbereitet worden, dass Ubuntu irgendwann mal auf LXQt wechselt, nur das wurde immer wieder verzögert. Jetzt ist es tatsächlich rausgekommen, Ubuntu 18.10, das auf LXQt setzt, standardmäßig, anstatt auf die LXDE-Variante setzt. Und ja, das ist das erste spannende Ubuntu-Release, würde ich mal sagen, seit langem.
Und es setzt eben deshalb, weil es eben auf LXQt setzt, natürlich auf eine Reihe von neuen Anwendungen, die mitgeliefert werden. Qt-Anwendungen, die Qt-Bibliothek natürlich selber, die in der Version 5.11.1 vorliegt. Und zudem gibt es natürlich eine ganze Reihe von anderen Anwendungen. Interessant ist zum Beispiel, dass jetzt Firefox in Version 62 standardmäßig ausgeliefert wird. Dann wird ausgeliefert auch noch das Programm Trojita. Und das ist ein E-Mail-Programm geschrieben in Qt. Das ist also vielleicht dem einen oder anderen auch nicht bekannt. Ihr könnt euch das auch mal anschauen. Ist im Grunde genommen ein ziemlich ambitioniertes Projekt, würde ich mal sagen, weil es so mich so ein bisschen an Carmail erinnert, von der die alten Versionen von Carmail erinnert, würde ich mal sagen, von der Aufmachung. Und das auf jeden Fall eine ziemlich interessante Geschichte ist, wo ich sagen würde, ja, das ist eine gute Alternative. LibreOffice wird auch ausgeliefert in der aktuellen Version 6.1.2 mit sogar dem Qt 5 Frontend und VLC wird in der Version 3.0.4 ausgeliefert. Als Texteditor wird auf Featherpad gesetzt, sowas ähnliches wie Leafpad, halt eben nur in Qt geschrieben. Und als Installationssoftware Center wird Discover eingesetzt in der Version 5.13.5. Also auch eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde, dass eben das Discover Software Center, was ja bekannt ist aus der Platte, auf der Plasma, aus dem Plasma Desktop, im Grunde genommen aus der Plasma Welt, aus der KDE Plasma Welt, wird hier eben als Software Center eingesetzt. Das zeigt auch schon mal so ein bisschen, dass eben auch dieses Leichtgewichtigere, was jetzt in Plasma mit reingekommen ist, dann auch bei LXQt und damit eben auch beim Lubuntu jetzt angekommen ist und dass sie sich eben trauen, dann auch Discover als Software Center anzubieten. Ansonsten, wie bekannt, fast alles beim Alten geblieben, aber mit einem großen Unterschied, wenn ihr es installieren wollt, dort wird jetzt das erste Mal Calamaris eingeführt als Installationsprogramm. Das ist ein Qt-basierendes Installationsprogramm, was von vielen KDE und Qt-basierenden Linux-Distros auch eingesetzt wird, unter anderem Neptune, Netrunner und wie sie alle heißen, KDE Neon mittlerweile auch, glaube ich, also Manjaro und wie sie alle heißen, die haben jetzt eben auf Calamaris gewechselt und das ist so ein Installationsframework für eben diverse Distributionen. Tolle Geschichte, wie ich finde, und auch eine super Geschichte, dass jetzt Ubuntu 18.10 darauf aufsetzt. Ansonsten, ja, was kann man dazu sagen? Es gibt immer noch eine 32-Bit-Variante. Das ist vielleicht für den einen dann auch interessant, der noch ein Ubuntu einsetzen möchte auf einem 32-Bit-System. Da werdet ihr kaum etwas finden und ich glaube, es wird sogar so ein bisschen demnächst vielleicht abgeschafft werden, aber bei Ubuntu werdet ihr noch fündig sein. Da gibt es also eine 32-Bit- und eine 64-Bit-Variante. Das Ganze läuft auf älteren Rechnern vor allen Dingen auch ziemlich gut und ziemlich ordentlich. Und ich bin mal sehr gespannt, das auch nochmal live und in Farbe zu sehen und zu testen. Vielleicht mache ich da auch ein kleines Videochen zur Ubuntu 18.10-Version. Da könnt ihr also drauf gespannt sein, einer der nächsten TechView-Podcast-Shows oder so. Werde ich euch dann die neue Version auch in live in Bild und Farbe vorstellen. Ansonsten einfach mal runterladen, das ISO kann heruntergeladen werden, ist, lasst mich nicht lügen, lasst mich mal schauen. Steht natürlich nicht drauf, wie groß es ist, lasst mich mal anfangen runterzuladen. 1,6 GB groß, das kann man im Hintergrund gerade mal weiter runterladen, ist sicherlich eine ziemlich interessante Geschichte. Ja, also seit mehreren Jahren angekündigt, jetzt endlich drin, LXQt in Ubuntu standardmäßig und Ubuntu ist eben auf LXQt umgestiegen. Das macht die Distro für mich wieder mal etwas interessanter und ich schaue auf jeden Fall nochmal rein und werde euch dann berichten, was ich von der Geschichte halte. Kommen wir zur Pfeife der Woche und das ist in dem Fall der TÜV Süd. Der TÜV Süd hat ein sogenanntes TÜV-Siegel, das kennen wir von Autos und so weiter und so fort, aber sie haben jetzt ein Shopping-Siegel, also für die Sicherheit von Online-Shops haben sie ein Siegel herausgegeben, das sogenannte Safer Shopping-Siegel, was sie veröffentlicht haben. Und jetzt hat Hanno Böck von Golem herausgefunden, ja, das ist nicht so sicher, wie man hätte denken können. So hat man dieses Safer Shopping-Siegel an verschiedene Webseiten geliefert und das wird dann halt dort angepriesen und ja, das soll eigentlich eine Sicherheit für die Leute sein, wenn sie mal einen neuen Online-Shop besuchen, dass sie sagen können, okay, der Shop ist sicher, dort werden meine Daten irgendwie nicht gestohlen oder geleakt, der wurde getestet. Und jetzt ist halt eben rausgekommen, dass es teilweise triviale Cross-Site-Scripting-Lücken in Suchformularen der diversen Shopping-Anbieter gibt, die eben trotzdem dieses TÜV-Süd-Siegel bekommen haben
Und auch die Lücke auf der Webseite von TÜV Süd selber war natürlich dann auch irgendwie schon bezeichnend dafür, dass wohl nicht die besten Experten beim TÜV Süd rumwerkeln an diesen diversen Shopping-Seiten und an diesem Siegel, um zu prüfen, ob eben dieses Safer Shopping tatsächlich sicher ist. Und so gab es halt eben mehrere Cross-Site-Scripting-Lücken gerade im Shop, in der Suchfunktion des Shopping, des Shops selber, und die konnten eben dazu genutzt werden, um halt eben dann Filtermechanismen zu umgehen und dann eben Angriffe auf Leute, auf Leute, die sich anmelden, dann durchführen zu können, auf die Datenbank selber durchführen zu können. Und ja, das ist natürlich schon ein Skandal, würde ich mal sagen, an der einen oder anderen Stelle, und zeigt so ein bisschen, dass man wohl nicht jedem Siegel trauen sollte. Und der TÜV bestätigt die Lücke auf seiner eigenen Webseite und ja, die konnten das auf jeden Fall nachvollziehen und haben mittlerweile auch den Fehler behoben, und sie wollen auf jeden Fall das Ganze überprüfen. Das ist also die Reaktion dann ein bisschen was vorbildlich, was das angeht, und wollen auf jeden Fall nach Cross-Site-Scripting extra jetzt nochmal suchen, und gehört eigentlich zur Routine, sagen sie, aber nun ja. Und ansonsten haben sie aber auch erklärt, und das ist dann das Problem an der ganzen Geschichte, in verschiedenen Aspekten geht das Safer Shopping Prüfverfahren sogar deutlich über die Anforderungen heraus, die in der Initiative D21, im Prüfverfahren D21 durchgeführt werden. Und sie beziehen sich eben auf dieses Prüfverfahren D21, und da scheint es wohl der Fall zu sein, dass sie halt eben im Grunde genommen dieses TÜV-Siegel herausgeben können, trotz dieser Cross-Site-Scripting-Lücken. Und zwischen den Prüfungen kann es allerdings durch die Dynamik des Netzes natürlich zu Veränderungen kommen, heißt es ja auch. Also im Grunde genommen heißt das im Grunde genommen, sie haben eine Shopping-Version getestet, die eventuell gar nicht mehr aktuell ist, weil eben der Webbetreiber da irgendwie den Shop wieder geändert hat, aber das Siegel weiterhin behalten wollte. Nun ja, also irgendwie bin ich von der ganzen Geschichte nicht so richtig überzeugt, und ich glaube, es gab schon mal im Jahr 2009 Kritik an der ganzen Geschichte, an diesem Safer Shopping Siegel, und das hat sich bis heute auch, würde ich mal sagen, bewahrheitet so ein bisschen, dass das wohl ja eher so eine Art Sicherheitsschimäre ist und nicht so wirklich eine Geschichte ist, worauf man vertrauen und aufbauen sollte. Schade eigentlich, weil so etwas wäre mit Sicherheit eine interessante Geschichte, gerade wenn man so neuere Shops entdecken möchte und nicht immer auf den bekannten A- und E-Shops unterwegs sein möchte. So, das war es jetzt auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich habe euer Flehen gehört, die Folgen kürzer zu halten, und in dem Fall gab es einfach auch weniger Themen, und ich hatte auch weniger Bock, was vorzubereiten. Deshalb ist die Folge was kürzer ausgefallen. Ich kann euch noch verweisen auf den Podcast, der jetzt kommen wird, die Oktober-Sendung Radio Tux. Dort unter anderem habe ich mit Ingo Ebel über Haiku OS gesprochen. Also für die Leute, die Haiku mal ausprobieren möchten, die Beta 1 ist ja erschienen vor kurzem. Da habe ich also ausführlich, ich glaube, eine Stunde und 30 Minuten oder 20 Minuten mit drüber gesprochen. Es ist gegen Ende ist die Aufnahme so ein bisschen missglückt, weil mein Mikrofon rumgesponnen hat und so ein paar Klickgeräusche reingebaut hat. Aber ich glaube, bis eine Stunde 5 oder Stunde 10 Minuten habt ihr die Möglichkeit, da ohne Probleme reinzuhören. Danach müsst ihr ein bisschen was Geduld aufbringen, weil dann eben ein paar Klickgeräusche wahrscheinlich störend sein könnten. So, aber ja, das genug jetzt zu der ganzen Geschichte. Das war's für diese TechView Podcast Show, und bis zur nächsten Folge.